Lady Marta's below us. Really? Daddy, why can't you understand? No, it's you who doesn't understand. The Church of Martel's riling Tether Islands and trying to destroy the Sylvaranti. Or have you already forgotten? And let us not forget, they are also responsible for the death of your mother. Now is the time for us to revive the Sylvarant dynasty and to restore the pride of the Sylvaranti! It's true that some of the people in the church have done horrible things, but so have you! You attacked Palma Costa and blamed it on the church! If you have a problem with the church or the Tethe'allan people, then you should have found some other way to resolve it! Means and methods are insignificant in the eyes of justice. Justice? What justice? You aren't interested in saving the people of Sylvarant? The only thing you want is to become king! You poor girl. But I know you're not to be blamed. Your mind has been affected by Ratatosk's core. Leave it to me. I will gather all of the Centurion's cores together, and then remove that cursed core from your body! Then, together, we will crush the Church of Martel and the Tether Islands! No, Daddy! You're the one who's infected! Solum's core is warping your mind! Please wake up! Please stop doing all of these terrible things! Daddy... Marta... Oh yeah, he's gone. Good luck trying to reason with that guy. All we need to do is somehow incapacitate him and retrieve Solum's core. Once Lady Marta has hatched it, most of the harmful effects should dissipate. Either way, we still need to rescue Marta first. We should be able to get down from the vent up ahead. Let's hurry. Okay, hier vorne, meinst du? Alter, der wird ja verrückt, der Brut. Habt ihr die Augen gesehen? Das ist nur übel. Hoffentlich kriegen wir den Kern und er wird wieder mindestens ein bisschen vernünftiger. Ich hoffe mal. Hinabsteigen. Oh, ist klar, jetzt ist einfach mal eine Kette. Okay, ich muss kämpfen. Zwischenschmeißer. Und Attacke. Great Zelos Wilder and his honeys. Get serious. Shut up. Give Marta back. Die ist super toll. Ach, nur gegen einen. Na gut. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Na? Irgendwas? Zack. Bam. Du hast eh keine Chance gegen uns. Du allein gegen uns vier. Aber drei und ein Rache. Nee, niemals. So. Natürlich haben wir gewonnen. So logisch. Voll geil hier alles. Usch. Nee. Bevor du mich angreifst. Fliegen wir schon mal hier rein. Marta! Emil, you came for me. I'm sorry. I never should have believed Alice. No, it's my fault for letting my guard down. I'm so glad you're okay. Colette and Sheena and Zelos too. I'm here as well. I would never forget you. Thank you, Tenebrae. So then, what's next? Like Tenebrae was saying, we should get Solom's core back from Marta's father. Then Brute will return to his senses, right? Yeah, at this point, I think that's the only way I can get Daddy to listen to reason. I wonder where he went. He said he was staying in the president's office. Then it's time to raid the president's office. Yeah, wir haben Marta. Sehr schön. Okay, wir werden das Team behalten. Gut, passt. Und jetzt werden wir erstmal das da holen. Mit Heelschwert. Jetzt geht's hier mal rum. Zack. Jetzt viele Kreise. Und bevor wir den Vorsitzenden, also im Büro des Vorsitzenden stürmen, hören wir uns mal das hier an. Achte darauf, was du sagst. Dearest Marta, am I glad to see you safe and sound. If we lost you, I'm not sure the people of this world would ever be the same. That's a bit over the top. No, Marta dear, you simply don't know your own value. You are far more lovely than any blossom. You sparkle more brightly than any diamond. Sorry, Marta. Looks like the last of his screws finally came loose. Was I talking to you, Sheena? You don't have anything going for you but your chest. I'm gonna smack you for that! Ouch! Hold on, that was a kick. Get your words straight. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen anders. Ich dachte, Sheena sagt, pass auf, was du sagst. Nee, das war Zelos. Okay, jetzt können wir... ja, seht ihr? Boah, das ist ein großer Unterschied mal wieder. Egal, wir können nichts dafür. Schaffen wir ihn eigentlich? Das Level 55 ist mal gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir verlieren. Ich sollte gleich nochmal eben speichern. Bevor gleich irgendwas Schlimmeres passiert. Hammer. Was ist das für deutsche Namen, ey? Ich will lieber die englischen haben, eigentlich. Aber okay, dem das hat sich alles auf Deutsch übersetzt. Großen Respekt daran. So. Ah, okay. Das hat nur gar nicht geklappt. Ich dachte, es funktioniert nicht mehr. Ups. Und jetzt. Bam! Mega Judgment. 1500 nur. Das war ja ein bisschen lappig. Das hätte ich besser hingekommen. Was haben die von Level 48? Glaube ich, sollte trainieren, ne? Aber wenn jetzt schon auf meine Monster, wenn die Monster auf meinem Level schon sind, heißt das nichts Gutes. Das heißt, ich muss trainieren. Okay. Und zwar mit Höchststand, aber ich versuche es einfach mal, ihn zu besiegen. Super Galanet. Hey, not bad for a pretty face. Really? Thank you. I'm not going to give up. Die beiden wieder. Oh mein Gott. So. Natürlich schnell speichern. Man weiß ja nie, was passiert. Armee und Spione. Ah, wollte ich gerade anhören. Schade. Genus, Rain, Cresseia. I'm so glad you're all right. Emil, you're still here. And what are you doing with Zelos, Colette, and Sheena? Lots of things happened on this side, too. I see. So it seems we still don't know where Regal is. Yeah, by the time I came back to save him, he was gone. Regal has a tremendous influence within the world of Tethe'alla. I doubt the Vanguard would simply kill him. If we can restore Brute's sanity, perhaps we can get the Vanguard out of Altamira and save Regal as well. Right. Marta, are you ready for what we're about to do? Yes, I'm going to get my daddy back. I'm sorry for dragging you all into this, but I'll need your help just a little bit longer. We're glad too, isn't that right? Thank you. All right, here we go. Okay, es geht langsam los. Wir haben jetzt unheimlich viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich alles einsetzen soll. Eine Heilerin wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Na egal, wir lassen... Ne, wisst ihr was? Wir nehmen Rain mit anstatt Colette. Er hat doch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Mit ihren Dingen. So. Oh, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Ach, das ist doch nicht fair. Wieso ist sie jetzt schon respawned? Say your prayers. Ja, komm. Das kriegen wir schon alles hin. Photon. Zack, boom. Jetzt fehlt nur noch Regal und Lloyd, dann haben wir alle 8 Leute, die wir im ersten Teil gespielt haben. So. Machen wir das mal schnell. Zack, gesignierter Glanz. Da 18.000, das ist doch ein bisschen mehr Schaden. Das sollte meine Forschung helfen. Okay. So, können wir jetzt langsam mal Armee und sowieso anhören. Armee der Spione. Is with this building? It's more like a fortress than an office. Is Lezareno making stuff that really needs this much protection? I know Regal would never make anything dangerous. I'll bet whatever they make here is really fun. What makes you say that? The security in this place is pretty extreme. I've got it. They must be for training spies. Spies? Yeah, that has to be it. I'll bet they're training an army of spies to hide in cardboard boxes and steal top secret info from rival companies. Why cardboard boxes? Slow down, Colette. Wouldn't that make Regal some sort of nefarious corporate overlord? Oh, I guess you're right. And they're training an army of spies to save the world from evil companies everywhere. Maybe we should move away from the army of spies. Was ist das für eine Fantasie? Ah, jetzt geht's hier weiter. Sheenas Gefühle. You said you met Lloyd, right? Yes. Did he say anything to you? Oh, he did ask if you were doing okay. Really? But what, now why would he? You know, you fell in that hole back at the Vanguard base and he wanted to make sure you weren't hurt. He may have changed, but he hasn't stopped caring about his close friends. Well, I'm made of sterner stuff than that. No reason to worry about little old Sheena, no sir. Wait, so does Sheena like Lloyd? I think that's pretty obvious. Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Oh, jetzt geht's hier. Manchmal ist das schon gut, ne? Aber wenn man hier in der Action ist, dann will man weiterkommen und nicht für die ganzen Unterhaltungen. Zur Schaustellung von Lieben. Emil! What's with the grabbing all of a sudden? I was just so happy you came for me. Oh, well, yeah, I'm glad you're okay. Emil. Yes? Why won't you hug me back? I would argue that forcing others to watch your public displays of affection is considerably more cruel. Sorry. Ja, genau. Können wir langsam weitermachen. Wir wollen Brute zur Vernunft bringen. Und das war jetzt. Marta! Daddy, I want you to give us Solum's core. If you don't hand it over, we'll have to resort to using force. But I don't want you and Marta to have to fight each other. You plan to take it by force? Surely you jest, boy. Alice! Enough of these foolish games. The time has come. Hand over all the Centurion's cause you have, or your friend here dies. Stop it! You coward! It's obvious that you don't understand. Means and methods are insignificant in the eyes of justice. Don't even start spewing the word justice! What?! Now, Emil! Right! Oh, jetzt kämpfen wir gegen Brut. Oh, oh. Ich glaube, diesen Kampf müssen wir gewinnen. Er ist immer noch 55 und wir sind unterlevelt für ihn. Ach, du Scheiße. Das wird... Kann ich denn leben? Er verliert Leben. Ich weiß es nicht. Ich werde versuchen, alles zu... Ist was, ich habe Angst. Und werde... Jetzt den Allesteiler. Für eine Minute... Ach du Scheiße. Nee, das ist oh, Scheiße. Hier den Zirkel, gut, dass wir die dabei haben. Geteilt. Das ist da. Das wird übel. Au, 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 au. Ob wir ihn überhaupt besiegen können. So. Was ist das? KP. TP. Erstmal wieder voll bringen. Was machst du? Macht er seine Spezialattacke? Oh nein. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Und los geht's. Gesegneter Glanz. Wie viel haust du rein? Nur genau 10.000. Und... Okay. Hallo? Emil ist down. Au, 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 au. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ich werde nicht aufgeben. Wir haben kein Wundermittel. Wir haben keine Trunk des Lebens mehr. Nein! Kannst du die wiederbeleben? Ja, sie kann wieder auferstehen. Gut, dass ich sie dabei habe. Oh mein Gott. Beide müssen heilen. So, Wundergummi. Zack. Ah. Der Treffer, der versperrt schon die Sicht. So, wieder im Zirkel, sehr schön. Wir werden dich besiegen. Wir werden dich besiegen. Ah. Komm. Oh, nein! Rache! Ah! Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Scheiße! Ich verliere. Komm. O Hellion whose roar chills the very soul resound. Gut, nur kurze Erklärung. Ich werde hier nach ein... Also wenn ich hier gleich jetzt verloren habe, werde ich einen Shit machen und ich werde erstmal trainieren. Nachdem ich Marta und Crew geholt habe. Ja, ich mache hier so eine kurze Aufnahme. Wir sehen uns dann, wenn ich mal dann ausgiebig trainiert habe. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir gegen Brute noch einmal kämpfen werden. Ja, ihr seht, ich muss trainieren. Also zumindest unsere beiden Charaktere. Falls mit der Story jetzt nicht weitergeht, ich werde es tun. Wenn nicht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also sage ich schon mal, bis dann. Und ja, wir müssen ihn tatsächlich besiegen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.